zwei Wochen alles verlernt. Hallo zusammen, grüßt euch. Ihr Patrioten. Wie geht's euch? Gummistiefel wieder weggestellt. Keller leer gepumpt. Ist ein Landwirt unter uns? Ja. Nee. Aber es sieht schlecht aus mit der Ernte. Die Bauern haben große Probleme, auf die Felder zu kommen. Naja. Die in Wacken haben große Probleme, von den Feldern zu kommen. Drauf und wieder runter. Ja? Ja, es ist aber schön, dass ihr trotz des hohen Risikos hier zu verbrennen alle da seid. Ich finde das klasse. Ich hoffe, ihr seid eingecremt, damit der Nebenmann auch keinen Hitzeschock erleidet. Du kannst es. Ich habe gerade zu Michael gesagt, entweder stehe ich gleich resigniert, ihr sagt gar nichts mehr, oder ich brülle so los, dass man mich mitnehmen muss. Ja, aber wollen wir uns wirklich mit dem Schwachsinn auseinandersetzen, den diese Medien hier verbreiten, um uns abzulenken? Ja, wenn du, ich habe jetzt von dem, wie heißt der, Görres da, der UNO-Generalsekretär, dieser Vogel, der labert eine Scheiße, die Welt verbrennt, das sagt der im Mikro, vor Kameras. Die sind sich hier wirklich für nichts mehr zu fies. Ja, kann sein. Also, ist aber eher. Es ist eine Panikmache vom Allerübelsten. Und das ist das Einzige, deren Waffe ist die Angst. Und unsere Waffe ist die Wahrheit. Da wollen wir mal gucken, wer mehr Magazin hat. Das ist sogar deren Business. Deren Business beruht auf Angst. Wir müssen nur genug kaufen. Ja, ist alles gratis. So. Du hast was mitgebracht, Jörg. Ja, ja. Fangen wir an. Nee, doch. Achso, ja, doch. Klima. Also, die Wetterkarten sind jetzt auch bei 18 Grad tiefrot. Sieht also aus, als wenn in Brandenburg kein einziger Baum mehr steht. Es brennt alles. Witzig fand ich dann. Moment. Kennt einer Dr. Patrick Moore? Ist einer der Greenpeace-Gründer. Rettet den Planeten vor Umweltbetrügern, falschen Greenpeace-Leuten und falscher Greta Thunberg. Sie lügen. Seine Aussage. Fragen? Also er sagt, der CO2-Gehalt war noch nie so niedrig wie, ne? Ja, irgendwie, also war noch nie so tief wie jetzt. Die ganzen Daten, die uns da, also Pseudodaten, die uns um die Ohren geflogen kommen, sind falsch. So. Und es gab auch, irgendeine Presse hat geschrieben, achso, Moment, achso, der von WDR war das, glaube ich. Weiß ich, auf jeden Fall wurde uns irgendwo erklärt, dass es auch früher schon viel Regen gab im Sommer, ja. Ich kann mich erinnern, als Kind in der Schule, wir hatten hitzefrei, und zwar nicht nur einmal im Sommer, sondern mehrfach. Auch da gab es auch schon heiße Sommer. Und nur weil wir die letzten Jahre so trocken und heiße, dürre Sommer hatten, kommt uns das jetzt nach viel Regen vor. Schönen Gruß an all die ihren Keller leer pumpen mussten. Also ihr bildet euch dieses Wasser nur ein, weil es letztes Jahr heiß war. Achso, ja, der menschengemachte Klimawandel ist ja die neue heilige Kuh. Den gibt's, keine Frage. Aber wenn wir von Chemtrails reden oder von menschengemachten bzw. manipulierten Wetter, das sind wir Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und Idioten. Gut, vielleicht kann mir das bei Gelegenheit einer erklären. Ich verstehe es nicht. Aber wir ändern es. Ich will jetzt gar nicht wieder mit den 0,0004% sehen. Also es ist von hinten bis vorne erstunken und erlogen, Punkt. Wir müssen die Umwelt schützen, das können wir. Und das ist verdammt nötig, verdammt nötig. Wenn ich sehe, dass Apfelsinen im Supermarkt geschält werden, anschließend in Plastikfolie eingeschweißt werden zum Verkauf, dann könnte ich im Strahl kotzen. Noch blöder geht's nicht mehr. Das ist Umweltschutz. Klima können wir nicht schützen. Klima ändert sich. Und auch da verlangen die öffentlichen Medien jetzt eine Verstärkung der Sprache. Es ist kein Klimawandel, es ist ein Klima, weiß gar nicht was. Verschiebung? Nee, Klimakatastrophe, so. Also die verlangen offiziell eine Verschärfung des Sprachjargons, um diese Relativierung. Wir sind doch keine Klimakritiker, sondern Klimaleugner. Ich leugne nicht das Klima, es ist ja da, aber es ist vielleicht wie bei Corona. Ich interessiere mich dann für die Maßnahmen, ob die angemessen sind oder nicht. Und da muss ich sagen, die gehen. Im Zeugnis hätte gestanden, Klassenziel verfehlt, eindeutig. Bewertung rechtlicher Fakten. Gewalt, Prügel, Wasserwerfer, Bestrafung.
einkesseln bei den richtigen, sprich bei uns damals auf Corona-Demos, war vollkommen in Ordnung, erlaubt und richtig. So, und in Gera geht jetzt auf einer rechten Demo ein Polizist hier und umarmt eine Demo-Teilnehmerin und hat ein Verfahren am Arsch, weil er auf einer rechten Demo jemanden umarmt hat. Was ist rechts, was ist links? Armes Deutschland. Frage. Ja, und wenn es auf der Demo einen guten Kontakt gibt zwischen Polizei und Teilnehmern, dann ist das, glaube ich, für mich die friedlichste Variante, eine Demo durchzuführen. Vielleicht kannten die sich auch nur, kann ja sein, man kennt ja schon mal Leute. Gera ist ja auch nicht so riesig. Aber Jörg, das so kann sogar heilsam sein. Nee, ich war viermal in Berlin und habe beim vierten Mal die Gesellschaft von vier Bundespolizisten am eigenen Leib erfahren müssen. Die haben mich in die Mangel genommen und wollten mich ordentlich verprügeln. Und das hat mich traumatisiert. Ich konnte danach Menschen in Uniform nicht mehr ertragen. Mein Körper fing an zu rebellieren. Ich war ja traumatisiert. Und erst durch den Kontakt zur Polizei hier auf dieser Montagsdemo, und da bin ich sehr dankbar, habe ich das überwinden können. Weil es gibt freundliche, aufgeschlossene Polizisten, die sich die Menschen anschauen und ihr eigenes Urteil sich bilden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Wollte gerade sagen, kann man mal loswerden in dem Zusammenhang, ja. Das galt jetzt euch, ne? Gilt übrigens auch für das Ordnungsamt, ne? Ja, soll ich mal, Jörg? Mach du mal, ich mach mal Pause. Also der Michi hat heute neues Thema mitgebracht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich auf eine Sache konzentriere. Ich habe mich heute mal ein bisschen vorbereitet. Letzte Woche bin ich ja unter die Hirnforscher gegangen. Heute gehe ich mal unter die Mediziner. Und das Thema hat mich gestern erreicht durch ein Video, was mir eine gute Freundin geschickt hat. Und da dachte ich nochmal, stimmt, warum sind wir eigentlich hier? Wie sind wir denn eigentlich hierher gekommen? Nimmst du das? Vor knapp 2 Jahren. Was war das Thema? Die Impfpflicht. Wer kann sich noch an 3G erinnern? 3G. Geimpft, genesen, getestet. 2G. Geimpft, genesen. Das waren die Spielregeln in dieser Gesellschaft, die man aushalten musste. Und wir haben sie ausgehalten als Nicht-Geimpfte. Die Bundesregierung ist hingegangen und hat den genesenen Status einfach mal neu definiert. Wie war das in der Vergangenheit? Wenn ich eine Grippe hatte, dann bin ich lebenslang gegen diesen Erreger immun. Wie sah es bei Corona aus? 6 Monate. In anderen Ländern waren es 9 Monate, manchmal waren es 12 Monate, in anderen auch 3 Monate. Es war Willkür. Willkür des Staates. Und sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Der Willkür eines Regimes ausgesetzt zu sein. Weil was bedeutete das in der Konsequenz für uns? Ausgeschlossen zu sein von der Gesellschaft, vom öffentlichen Leben. Einzelhandel tabu, Restaurant tabu, Sportverein tabu. So ist man mit Menschen umgegangen, die gesagt haben, ich habe mir das mal genau angeschaut, wie das so funktioniert und was das in der Konsequenz bedeutet, wenn ich mir so eine Spritze geben lasse. Ich möchte das nicht. So ist man mit diesen Menschen umgegangen. So ist man mit uns umgegangen. Und wir waren standhaft. Wir sind standhaft geblieben. Wir haben das in Kauf genommen, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, von Freunden und Familie diffamiert zu werden, abgestellt zu werden. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, die meisten von euch auch. Und warum sind wir froh? Weil heute sichtbar ist, was es für die Menschen bedeutet, die sich nicht damit beschäftigt haben,
die nicht verstanden haben, was der Körper so nach der Spritze macht, so Virusproteine, Spike-Proteine produzieren. Als ich das gesehen hatte und verstanden hatte, dass mein Körper Eiweißproteine eines Virus herstellen soll, habe ich direkt gesagt, möchte ich nicht. Auf keinen Fall. Mein Körper stellt nur Proteine von Michael her und nicht von irgendeinem Virus. War relativ klar. Sehr schnell habe ich das entschieden. Ja, und wenn wir uns dann heute mal die Situation anschauen, die Medien leugnen es, die Ärzte leugnen es, die Politik leugnet es, aber die WHO gibt es zu. Die aktuellen Zahlen sind raus. Was passiert denn? Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, weil das waren so viele Zahlen, die konnte ich mir nicht alle merken. Die aktuellen Zahlen der WHO, basierend auf einer Meta-Analyse von 200 Berichten, sagt, nach der Impfung anerkannt, bestätigt und dokumentiert, und ihr wisst, das ist nur die Spitze des Eisberges, ihr könnt die Zahlen mindestens mal 10 multiplizieren. Es gibt 53 Krankheitsbilder, die im Zusammenhang mit der mRNA-Impfung stehen, was die Nebenwirkung angeht. Herzmuskelentzündungen fast um den Faktor 8 gestiegen. 800% mehr Herzmuskelentzündungen. Herzbeutelentzündungen Faktor 15. 1500% sind das. Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel der Leber. Faktor 16. Krebsfälle 500%. Es gibt also sogar eine neue Krankheit, da muss ich jetzt genau hinschauen, Multi-Inflammatore-Syndrom. Die ist ganz neu, explodiert. Man weiß gar nicht, was da im Einzelnen passiert. Totgeburten, fast fünffach, 500% gestiegen. Abgänge, das heißt vor der Entbindung, 400% gestiegen. Das ist eine Selbstzerstörung des Körpers, die nach und nach jedes Organ betrifft. Und das sind dokumentierte, bestätigte Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Und genau deswegen haben wir vor zwei Jahren entschieden, dieses Genexperiment an uns nicht durchführen zu lassen. Und wenn man sich das in der Konsequenz mal anschaut, dann muss man das ganz klar als einen Menschenversuch und ein Verbrechen an der Menschheit benennen. So sieht's aus. Das ist die bittere Wahrheit. Und warum kann man mit gutem Gewissen behaupten, dass die Zahlen mindestens mit dem Faktor 10 zu multiplizieren sind? Ganz einfach, der Vorsitzende der STIKO, der Herr Mertens, hat im Fernsehen öffentlich dazu aufgerufen, liebe Betroffene, wenn ihr zum Arzt geht, bitte bringt das nicht in Zusammenhang mit der Impfung. Die Krankenkassen übernehmen dann keine Kosten. So sieht's aus. Wieder bittere Wahrheit. Noch eine Krankheit, plötzlich und unerwartet. Wer hat von Radio München den Bericht zu den Pfizer-Files, Pfizer-Dokumenten gesehen? Seit Januar 22 oder im Januar 22 haben 200 Mediziner und Forscher in den USA an einem texanischen Gericht erwirken können, durchsetzen können, dass die Pfizer-FDA-Dokumente, das heißt die Dokumente, die der amerikanischen Zulassungsbehörde von Pfizer zur Verfügung gestellt wurden, dass diese freigegeben werden. Pfizer wollte die 75 Jahre unter Verschluss halten. 75 Jahre lang sollte die Öffentlichkeit nicht wissen, was genau die Grundlage der Entscheidung gewesen ist. Das ist ein Riesenskandal. Aber es ist zum Glück rausgekommen. Warum? Weil 3500 Ärzte und Wissenschaftler ein Jahr lang, muss ich wieder auf den Zettel schauen, 300.000 Dokumente analysiert und dokumentiert haben. Also,
Das sind die Studien zur Zulassung, das sind die Studien zu den ersten 12 Wochen nach Beginn der Impfkampagne weltweit. Und was ist da herausgekommen? Was wusste die amerikanische Zulassungsbehörde? Was wusste die amerikanische Regierung, die deutsche Zulassungsbehörde, die Europäische Union? Was wussten die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt, als sie die Impfkampagne beworben haben, gepusht haben, Menschen gezwungen haben? Gut, wir hatten keine allgemeine Impfpflicht, doch im Gesundheitswesen, bei der Bundeswehr. Wer dort sich nicht hat impfen lassen, war sein Job los, insbesondere bei der Bundeswehr. Und was kam da raus? Die Lipid-Nanopartikel, das heißt die kleinen Tierchen, die die mRNA ummanteln, damit sie vom Immunsystem nicht direkt abgestoßen werden, die verteilen sich im gesamten Körper, nicht nur an der Einstichstelle. Die Behauptung war, sie verbleiben an der Einstichstelle. Das stimmt nicht. Man wusste genau, die verteilen sich im gesamten Körper und sie überwinden alle wichtigen Blutschranken zum Gehirn, zu den Hoden, den Eierstöcken. Im gesamten Körper haben sich diese Partikel ausgebreitet. Sie wussten, dass die Impfung nicht schützt. Sie wussten, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt und auch nicht vor der Weitergabe schützt. Die behaupteten 95% waren ein rechnerischer Trick. Die Wirksamkeit lag weit unter 50%. Das haben diese Dokumente eindeutig gezeigt und bewiesen. Und die ganzen Nebenwirkungen, die wir heute sehen, Herzmuskelentzündung, Autoimmunerkrankungen, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, all das war bekannt. All das ist in den Zulassungsstudien dokumentiert. Pfizer musste in Summe über 3.500 Mitarbeiter einstellen, um der Flut von Anzeigen und Beschwerden und Dokumentation überhaupt Herr zu werden. Und eine Vielzahl haben sie nicht bearbeiten können. Sie wussten Bescheid. Weltweit. Die WHO wusste es, die Regierungen wussten es, die Zulassungsbehörden wussten es und die Medien wussten es auch. Und sie haben es trotzdem getan. Und das ist das größte Verbrechen an der Menschheitsgeschichte, die es je gegeben hat. Und genau deswegen kommen wir hier Woche für Woche auf diesen Platz und werden weiterhin die Wahrheit sagen, weil diese Wahrheit wird verschwiegen. Diese Wahrheit kommt nicht in den Medien vor, diese Wahrheit wird den Leuten vorenthalten. Man hat sie belogen, man hat sie betrogen und jetzt belügt man sie auch noch. Aber wir rufen die Wahrheit weiter hier auf diesen Platz, weil es sein muss. Es gab zwei Hauptverantwortliche in diesem Projekt zur Freigabe oder Freiklage und Aufarbeitung dieser Dokumente. Das war einmal Dr. Naomi Wolf, sie ist den Demokraten zuzuordnen, und Steve Bannon, ist ein Journalist und hat viele Filme gedreht, sehr investigative Filme. Und der ist den Republikanern zuzuordnen. Man kann also nicht sagen, dass das irgendwie mit einem politischen Hintergrund versehen war, sondern hier geht es eindeutig und einzig und allein um die Wahrheit. Und dieser Bericht von Radio München werden wir in die Gruppe stellen. Und ich würde gerne mit euch zusammen 3 Minuten aus diesem Bericht hören. Das ist nämlich das Vorwort von der Naomi, wie heißt sie nochmal? Naomi Wolf, wenn ihr möchtet. So als Einstimmung oder nochmal als Bestätigung, was genau passiert ist. Die Lilly ist hier im Boden. Sie darf ja anders was. Vorwort verfasst der Naomi Wolf. Sie schreibt, Zitat, für uns alle,
Vor allem aber für die Freiwilligen und Frau Kelly bestand das nächste Jahr in der Herkulesarbeit, das Material, bei dem eines der mächtigsten Unternehmen der Welt darauf vertraut hatte, dass es nie veröffentlicht wird, auf 50 verständliche Berichte unter einer gemeinsamen Schlagzeile zu komprimieren. Sie werden sehen, dass die 50 Berichte ein möglicherweise massives Verbrechen gegen die Menschheit dokumentieren. Sie werden sehen, dass Pfizer, wie es scheint, wusste, dass die mRNA-Impfstoffe gar nicht funktionierten. Sie werden sehen, dass sich die Inhaltsstoffe der mRNA-Injektionen inklusive der Lipid-Nanopartikel innerhalb weniger Tage im ganzen Körper verteilen und sich in der Leber, den Nebennieren, der Milz und den Eierstöcken anreichern. Sie werden sehen, dass Pfizer und die FDA wussten, dass die Injektionen die Herzen von Minderjährigen schädigten und dass sie dennoch Monate warteten, bis sie die Öffentlichkeit informierten. Sie werden sehen, dass Pfizer versuchte, über 1000 neue Mitarbeiter einzustellen, nur um die Flut von Meldungen über adverse Ereignisse zu bewältigen, die bei ihnen eingingen und die sie erwartet hatten. Sie werden sehen, dass 61 Menschen an Schlaganfall verstarben. Die Hälfte der Schlaganfallnebenwirkungen gab es innerhalb weniger Tage nach der Injektion. Und dass 5 Menschen an Leberschäden starben, wobei wiederum viele der Leberschäden kurz nach der Injektion auftraten. Sie werden neurologische Ereignisse, kardiale Ereignisse, Schlaganfälle, Hirnblutungen sowie Blut-, Lungen- und Beingerinnsel in großem Ausmaß sehen. Sie werden sehen, dass Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen als adverse Ereignisse weitestgehend verbreitet sind. Dennoch wurden diese von den Behörden nicht als routinemäßige Nebenwirkungswarnungen gemeldet. Am meisten beunruhigend ist der erkennbare Rundumangriff auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit. Mit Schäden bezüglich der Spermienzahl, der Hoden, der Beweglichkeit der Spermien. Es gibt Schäden an Eierstöcken bezüglich der Menstruationszyklen, der Plazenta. Sie werden sehen, dass über 80% der Schwangerschaften mit Spontanabort, Abbruch oder Fehlgeburt endeten. Sie werden sehen, dass 72% der adversen Ereignisse in einer Sektion der Dokumente bei Frauen auftraten und dass 16% davon reproduktive Störungen waren, wie Pfizer selbst sagt. Sie werden ein Dutzend oder mehr Bezeichnungen für die Zerstörung der Menstruationszyklen von erwachsenen und heranwachsenden Frauen finden. Sie werden sehen, dass für Pfizer eine Exposition mit mRNA-Impfstoff bedeutet, Hautkontakt, Inhalation und sexueller Kontakt, insbesondere zum Zeitpunkt der Empfängnis. Die Geschichte hat ihre Bewertung dessen, was Pfizer und die FDA, die im Besitz all dieser Dokumente war, getan hat, noch nicht abgeschlossen. Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Bewertung. Für mich steht allerdings fest, dass die Berichte, die von Spitzenexperten und auf Grundlage der Primärquellen verfasst wurden, aufzeigen, dass wahrscheinlich ein Verbrechen gegen die Menschheit begangen wurde, das in seinem Ausmaß präzedenzlos ist. Zitat Ende. Dankeschön. Mir war es wichtig, dass wir das nochmal uns anhören, weil so sieht's aus. So, wir gehen jetzt los, ne? Und es ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, wir wollen alle die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen wissen. Egal wie, egal wo. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Bewusst nicht. Jörg, ich sag's. Wir klagen das jede Woche an. Jede Woche klagen wir das an. Und irgendwann wird's eingefordert. Irgendwann. Der Tag wird kommen, da wird's eingefordert. Und da wird Gericht gesprochen. Ganz bestimmt. So, wir gehen eine Runde. Man weiß ja nicht, wie lange die Hitzewelle noch anhält, deswegen. Haben die nicht mehr zu bieten? Hagelkörner, Gewitter, Blitze, nur ein bisschen Regen. Nee, davon lassen wir uns nicht abschrecken, oder? Gefährlich. Jo. So, du hast noch ein paar Zettel dabei, ne? Ja. Ah ja, Moment, warte mal. Mal ganz kurze Frage. Wer hat denn sowas oder kleiner in der Tasche hier? Also jetzt aktuell, muss jetzt kein 50er sein, 20er, 10er, irgendwie, wer hat denn in der Tasche? Ich habe nur Bitcoin dabei. Aha. Ihr wisst, dass ihr alle rechtsextrem seid. Ne? Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt original,
Der österreichische Staatschef ist dafür, die rechtsextreme Idee des Bargeldes in der Verfassung zu verankern. Rechtsextreme? Ja, wer kommt auf so eine gequälte Scheiße? Nachrichtenagentur Reuters. Die rechtsextreme Idee Bargeld in der Verfassung. Ich habe das gelesen, ich habe das dreimal gelesen und auf viertes Mal wurde extra nochmal gelesen. Es steht da. Also, wer Bargeld hat, ist rechtsextrem. Nur so als Info. Und oben der Laden auf der Ecke, wo wir dann in der Schützenstraße abbiegen, da stand jetzt ein Schild drin, nur noch Kartenzahlung. Ich wünsche eine fröhliche Insolvenz. Die sollen alle verrecken an ihrer scheiß New World Order, die sollen verrecken an ihrer Willfährigkeit und immer nur. Nee, ich muss jetzt muss ich bremsen. Ja, an all die, es ist hier gerade nicht so furchtbar viel los, deswegen ist es schade eigentlich. Also all die Flaschensammler, die so durch die Mülleimer strolzen. Kleiner Gedanke am Rande, also die Totengräberin Deutschlands, die Rautentussi, genannt Merkel, kriegt also 100 Euro Steuergelder am Tag für ihren Friseur. Wird noch 1000 Euro nichts nützen. Es werden zig 10.000 Euro ausgegeben für Fotografen, siehe Blähbock. Und von Söder geistert die Zahl von 180.000 Euro für Fotografen im Jahr rum. Wofür? Wofür? Macht das deren Scheißarbeit auch nur ein Milligramm besser? Ich glaube kaum. Und wer so viel Werbung braucht, um seinen Mist zu verdünnen, der hat schon verdammt großen Haufen Jauche auf dem Ofen liegen, ganz ehrlich. Ich sehe den Andreas da drüben, hallo. Du hattest das Thema der frühkindlichen Sexualaufklärung ja mal hier in die Runde gebracht. Und da haben wir ja in der Gruppe auch ein schönes Dokument von der Weltgesundheitsorganisation und der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit und Aufklärung, genau, haben wir ja mal gestellt, wo das alles nachzulesen ist. Und jetzt gibt es auch eine Initiative dagegen. Und mit einem kleinen Filmchen habe ich heute bekommen, wo das nochmal genau erklärt wird, was die mit den Kindern vorhaben. Ja, die sollen in Spielen im Kindergarten schon auch mal gucken, wie baue ich eigentlich gendergerechtes und queergerechtes Bordell auf. Das machen wir jetzt mal so mit den Erzieherinnen und Erziehern. Ja? Das ist genau das, was die Kinder brauchen, auf jeden Fall. Guten Nacht, Deutschland. Dieses Video stellen wir in die Gruppe und der Andreas darf gleich beim offenen Mikro noch mal dazu zu sagen. Gerne immer. Hatte ich eigentlich heute diesem Regime in Berlin schon meine tiefste Verachtung zum Ausdruck gebracht? Nein, ne? Aber bitte mal nicht vergessen, Altersarmut, Wohnungsnot, Inflation, Staatsverschuldung, explodierende Kriminalität, Gesellschaftsspaltung und vieles andere mehr. Das ist nicht Trump. Das ist auch nicht Putin und es ist noch nicht mal die AfD. Das ist dieses versiffte Pack in Berlin. Entschuldigung, Dünnschiss 90, die Grünen, SPD, CDU, FDP, Linke. Und leider auch ein Teil die AfD. Die sind die Ursache für diesen ganzen Scheiß, der gerade über uns zusammenschwappt. Aber noch haben wir den Kopf weit genug draußen. Schauen wir mal. Okay, ich möchte dazu sagen, zu dem super schwierigen Thema Kindersexualität, dass das ja ein sehr sensibles Thema ist und sicherlich ist da in der Vergangenheit auch viel nicht geschehen und anscheinend geschieht jetzt zu viel. Und es ist gut, dass das alles an die Öffentlichkeit kommt, weil dann kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Und in meinen bekannten Verwandten und sonstigen Kreisen, wenn ich das mal anspreche, wollen das die Leute einfach nicht glauben, dass es so etwas gibt. Und was ich empfinde, ist, da ist, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann für sich entscheiden muss, okay, wie geschieht eigentlich jetzt Recht? Also wer schreibt mir vor, in welcher Rechtsnorm ich lebe? Und ich persönlich, also ich hänge mich da jetzt wirklich auf an dieser Matrix, auf den Punkt, Kindermasturbation anzuraten für Babys 0 bis 4 Jahre, ist für mich eine Grenzüberschreitung. Ich empfinde das als völlig unrecht. Und ich weiß auch nicht, ich werde da jedes Mal so wütend, aber auch wach, ja, dass ich bereit bin, das zu konfrontieren, der WHO und auch allen, die jetzt noch nicht Bescheid wissen, dass die WHO ja nächstes Jahr übernehmen möchte, die dann auch Frühsexualisierung in Kindern quasi bestimmen kann. Und dann ist das ein Fakt, was dann
Sexualexperten im Kindergärten, vielleicht Drag Queens, die dann den Kindern sowas näher bringen. Das ist dann Fakt und eine Rechtsnorm. Aber jetzt, solange noch Demokratie funktioniert, ist es gut, dass das dieses schreckliche Thema in der Mitte ist und jeder gefordert ist zu sagen, will ich das nicht. Da muss es hinkommen. Und da gibt es eben diese breite Masse, die immer wegguckt und sagt, ja, die wissen schon da oben, die machen das schon, aber die da oben sind das, die genau das jetzt anraten. Ja? Okay, das wollte ich nur mal so unterstreichen. Danke, Andrea. Tanja, du möchtest was sagen, bitte. Ich hatte ja letzte Woche schon etwas vorgetragen und auf diesen Text hin wurde ich darauf hingewiesen, dass der wohl nicht provozierend genug gewesen wäre. Viele würden sich nicht angesprochen fühlen. Gleichzeitig sagen sie mir aber auch, dass sie, um nicht beruflich Ärger zu bekommen, selber lieber nichts dazu sagen oder schreiben möchten. Ich meine jetzt speziell bei Facebook oder sonst wo. Ebenso ist es teilweise mit der Demo. Dank der Schwurbler-Gruppe trauen sich manche unserer Bekannten nicht mitzugehen, da sie Angst davor haben, mit Bild dazu bissigen, sehr unschönen und miesen öffentlichen Bemerkungen im Netz attackiert zu werden. Machtlos. Dann auch irrwitzigerweise als Nazis tituliert zu werden, sobald man bei einer Demo öffentlich gegen Missstände aufmerksam macht. Das hält lange nach, wenn es sich vielleicht auch etwas sachter verflüchtigt mittlerweile. Ja, es macht mich ratlos, wie man nach all den Erkenntnissen immer noch das Gefühl hat, dass nach wie vor einige in ihrer heilen Welt, beziehungsweise es ist doch alles richtig, Blase leben. Als dringe nichts durch. Ich denke, das merkt jeder von uns, dass es diese Gespräche gibt. Ein Satz, der schwebt mir im Hinterkopf. Tanja, ich finde es schön, dass wir uns wieder so gut verstehen. Das macht mich sprachlos. Keine Entschuldigung. Und sie hatte dieses Niedermachen stets vor Publikum, auch vor Kindern bei mir, durchgesetzt. Ich habe es damals belassen, darauf einzugehen, es ertragen, ab und an Tränen und immer wieder gehofft, dass sich doch alles zum Guten wendet. Es wirkt jetzt, als wäre vieles nun entspannt. Nur wer genauer hinschaut und hört, erkennt vielleicht, dass es noch lange nicht vorbei ist mit dem Spuk. Natürlich bin ich froh, dass es sich zwischenmenschlich wirklich ein Stück weit mehr entspannt hat. Allerdings macht es mich traurig, dass scheinbar so wenige richtig verstehen, was es für uns für eine schreckliche Zeit war. Es war grausam mitzuerleben, dass selbst die Kinder diesen Schritt mit der Impfung irgendwann gegangen sind. Man war machtlos. Doch ja, es musste jeder für sich selbst entscheiden, was er da tut. Sie waren erwachsen. Dennoch ist es wie eine Ohnmacht und äußerst schmerzhaft, was man empfunden hat und immer noch empfindet. Und nicht nur bezogen auf die eigenen Kinder. Vergangenheit. Nein, nicht wirklich. Die Empfindung bleibt. Auch das Gefühl, so viele spielen das Spiel mit, schreiten nicht ein, schreien nicht auf oder unterstützen. Schweigen. Übergang zur Tagesordnung. Ganz genau. Dankeschön. Da drängelt einer an der Kamera, der will unbedingt am Mikro, komm her. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Oh, der Lautsprecher hört sich schlimm an. Es ist eine Umkehr, es findet eine Umkehr statt. Uns bezeichnet man als Antidemokraten. Uns bezeichnet man als rechtsextrem, als Nazis. Das ist eine Umkehr von oben nach unten. Bin ich sprachlos.
über so viel Unverschämtheit und so viel Dummheit. Täuschung. Kennt einer dieses Buch? Ja, sehr wenig. Also wenn wir aktuell sehen, wie die Medien die Lage berichten, das sehen wir von uns, da haben wir nicht gelebt. Stellt euch mal vor, wie die Geschichte dann geschrieben worden sein könnte. Also wenn wir die aktuelle Situation sehen, dann können wir das schon mal vorstellen. Und dieses Buch wurde von Thorsten Schulte geschrieben. Das war ein Buch von Spiegel, Bestseller Nummer 1. Dann haben sie das rausgenommen. Da kann man auch mal denken, wie alles läuft. Ja. So, und Thorsten Schulte hat auch genauso wie uns auch für Frieden mehrfach demonstriert. Und um Frieden zu verstehen, warum Frieden wichtig ist, ist eigentlich dieses Buch zu lesen, ist auch wichtig. Da ist viel Wahrheit drin und was in den Medien nie vorkommen würde. So, ich würde sagen, solche Bücher unter uns mal bekannt machen, eventuell mal unter uns ausleihen oder in dem irgendwelchen Konzept das machen, weil wenn wir das nicht machen, dann der Wahrheit würde irgendwann stehen. Naja, so, ja. So, ich würde euch mal dieses Buch vorstellen. Ich gebe auch mal weiter. Guckt euch mal an. Das ist sehr interessant für Leute, die für Frieden demonstrieren. Ja, wir machen ein Foto von dem Cover und stellen es in die Gruppe. Danke, Ben. Danke, Ben. Deine Fahne. An euch alle. Und da möchte ich noch ein schönes, positives Wort heute loswerden. Da hat doch einer eine Klage gegen den WEF gewonnen. Habt ihr das gelesen? Nein. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich muss mir das auch nochmal raussuchen. Und zwar haben die den als Young Leader mitgelistet und ja, das wollte er nicht und hat geklagt und hat Recht bekommen. Immerhin, es gibt auch ein paar kleine Schritte nach vorne. Also, wir bleiben dran. Vielen Dank nochmal. Ja, interessant ist, ich bin verkehrt rum auf die Welt gekommen und das war sehr, sehr kritisch. Meine Mutter musste ganz schnell ins Krankenhaus, man hat ihr gesagt, entweder du oder das Kind. Sie hat sich natürlich für sich selber entschieden, aber der liebe Herr oben oder wer auch immer war mit mir und im letzten Moment hat das dann doch noch alles gut geklappt. Und somit habe ich mich schon damals durchgesetzt. Ja, also ich denke, wir können schon viel erreichen hier. Ich freue mich immer wieder, montags hier zu sein und mit euch gegen diesen Schwachsinn zu protestieren. Dankeschön. Also bist du kein Querdenker, sondern Queraussteiger, ja? Ja, immer mach die Tür zu, ich will da durch, ne? Ja, mach ich auch schon. Ja, wenn ich euch so angucke, wenn ich uns so angucke, ist schon geil, echt. Um mal Neudeutsch zu reden. Schön. Und wenn nächstes Jahr doppelt so viel wir stehen und dann viermal so viel und dann noch mehr und noch mehr. Die kommen, die werden kommen, die müssen kommen. Jo. Ich mach mal Lautsprecher mehr anmachen, weiter, kein Problem.